So, jetzt kommt hier wenigstens mal Licht ins Dunkle. Ich weiß nämlich nicht, was passiert. Jo, Freunde, der Skandal. Es ist so, immer ist irgendwie sich so komische, verwirrte Clips von Mäusen. Ich weiß nicht, ob das ein Witz ist oder was da passiert oder ob der da auf Drogen war oder nicht. Oder ich weiß es nicht. Man sieht nur immer mehr Sachen von Mäusen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Jetzt gibt es vielleicht ein bisschen mehr Aufklärung. Momentan geht es bei Mäus wirklich drunter und drüber. Er hat jetzt ein 30-Minuten-Statement-Video zu seiner Ex hochgeladen, hat sie und San Diego geleakt, macht täglich Stories, wie er PayPal-Spenden sammelt, wurde jetzt bei TikTok gesperrt und macht Ansagen gegen Montana Black. Aber erstmal zurück zum Anfang. Ich habe ja schon in der letzten Cake News-Folge erwähnt, dass es schon länger das Gerücht gibt, dass San Diego mit der Frau von Mäus durchgebrannt ist. Sie hatte auch vor wenigen Tagen Folgen. Ich kriege jeden Tag einen Short von Zeus the King. Zu schlimm. Das bei Instagram gepostet. Hey Leute, ich bekomme schon seit einer Weile viele Nachrichten, warum man nichts von mir hört. Ich möchte mich aber zu der aktuellen Lage nicht äußern. Danke für euer Verständnis. Ich habe aber kein Verständnis. Die anscheinend Ex von San Diego hat sich dann ebenfalls in einer Story dazu geäußert und hat dazu Folgendes geschrieben. Dann fang doch eventuell mal damit an, dich zu äußern, dass du zwei Familien zerstört hast, lieber Anus. Dazu hat Mäus auf TikTok auch folgendes Video hochgeladen. Ich habe sie finanziert, mein Sohn heißt Saifullah, ja hat er. Ich habe gehört, wie eins deiner Kinder geweint hat, während die beiden gestöhnt haben. Ob das natürlich so stimmt, das können wir halt nicht sagen. Das stelle ich nachher auch noch in Frage. Denn er hat ja, wie gesagt, ein Statement-Video hochgeladen. Und das gucken wir uns jetzt einfach mal gemeinsam an. Anfangen tut das Ganze natürlich erstmal so. Und ich check das nicht. Warum holen YouTuber bei gefühlt jedem Statement-Video am Anfang erstmal 10 Minuten Luft? Bei MikeTV war es genau das Gleiche. Und ich meine, ich versteh's halt einfach nicht. Ja gut, MikeTV ist... Das war so Luft. Ich dachte, okay, jetzt holt Miki vielleicht ein bisschen los, aber Miki hat so viel Luft geholt. Fett, aber warum die anderen das machen, blicke ich nicht wirklich. Fang doch einfach an zu reden. Hey, wenn ich irgendwann ein Statement mache, erinnert mich mal bitte dran. Ich muss am Anfang auch richtig tief durchatmen. Irgendwann. Auch wenn das erst irgendwie in 4 Jahren oder so ist. Ich möchte einmal richtig schön einmal durchatmen am Anfang. Reden. Aber was sagt er jetzt in diesem Video? Unter anderem war es in der Rap-Szene quasi so ein offenes Geheimnis, dass Mäus seine Frau schon des Öfteren betrogen hat. Und auf diese Vorwürfe geht er jetzt auch ein und sagt, nö, habe ich überhaupt nicht gemacht. Irgendwelche Hundesöhne haben erzählt, ich habe bei VI die jetzige Frau vom PA gedrippt oder so. Bro, ich war zu der Zeit nicht mal in der Firma. Ich schwöre bei meinen Eiern, bei meinen Kindern. Ebenfalls... Boah, was ist da denn? Das sieht ja überhaupt nicht gut aus. Ich schwöre bei meinen Eiern, bei meinen Kindern. Ebenfalls äußert er sich zu den Vorwürfen, dass er seine Ex-Frau geschlagen haben soll. Die hat nämlich auf Instagram ein Bild mit einem blauen Auge gepostet und ihn dafür verantwortlich gemacht. Dazu sagt er erstmal Folgendes. Die jetzt jedem erzählt, ich hätte sie 7 Jahre lang geschlagen, Bro. Ich hab dich... Bro, Bruderherz. Komm nach, Alter. Ich hab dich 7 Jahre lang geschlagen. Ich habe dich damit 7 Jahre lang geschlagen, ne? Mit dieser Energie habe ich dich 7... Warte, wo ist dieses Video? Okay. Warum war es jetzt wichtig, sich auszuziehen? Das blicke ich nicht so ganz. Er geht dann aber später nochmal genauer darauf ein. Ich bin froh, dass ich niemanden getötet habe. Also anscheinend gibt er das Ganze hier sogar einfach so zu. Oder das ist gemeint im Sinne von... Ja, dann glaubt halt, dass ich sie geschlagen habe. Ich bin froh, niemanden getötet. Digga, was geht? Da hab ich doch überhaupt nichts mitbekommen. What the fuck? Getötet zu haben. Sehr gesundes Verhalten auch an dieser Stelle. Aber später gibt er es dann nochmal richtig zu. Jetzt postet sie Stories, wo sie sagt, ja, es gab einen Vorfall, er hat mich geschlagen. Der redet doch komplett anders. Der hat auch ganz viel abgenommen, weil er nicht mal richtig... Also er ist extrem definiert und sehr, sehr dünn geworden, aber er war doch mal viel, viel krasser in Form, oder? Fragen hab ich ja. Und es tut mir sehr leid. Und hier finde ich es krass, dass das die Leute irgendwie so gar nicht zu jucken scheint und viele das auch irgendwie verteidigen oder hier gar nicht so schlimm finden. Denn anscheinend sagen sich viele Leute, naja gut, schlagen ist jetzt auch nicht in Ordnung, aber sie ist ja wahrscheinlich auch fremdgegangen, also selber schuld. Als wenn das irgendein Grund wäre, jemanden zu schlagen. Ich blick das halt wirklich nicht, weil sonst sind solche Vorwürfe immer der Garant für einen riesigen Shitstorm. Und Mäus gibt es einfach so nebenbei zu und jeder so, ja, pff. Ist halt so, mein Gott, passiert. Er hat in dem Statement-Video dann auch gesagt, wie er das Ganze zwischen San Diego und Anissa herausgefunden haben soll. Habe ich auf Original... Wer ist San Diego? ...wiederherstellen, dieses ganze Bild. Da drin steht dann, ich liebe dich auch, Anis, Dima,
Rapper. Ich habe noch nie sowas gefühlt wie mit dir, wie wir uns ver. Ist, rappt Mois auch noch? Der hat mal gerappt, oder? Ja, safe. Verabschieden, persönlich überlasse ich dir. Oh nein, Dima, du lässt mein Herz wieder rasen. Soll ich wieder bei dir irgendwie so. Und Bro, das ist meine Anis. Ob das Ganze stimmt oder nicht, das können wir natürlich nicht sagen, denn Beweise blendet er dafür nicht ein. Und Mois ist vielleicht jetzt auch gerade nicht gerade der Glaube. Mois war bei San Diego bis letztes Jahr noch gesigned, okay. Glaubwürdigste. Dazu gibt er in diesem Video auch Anissa, also seiner Ex-Frau, die Schuld, dass er so viel Kokain gezogen hat. Ich habe keine Ahnung, wie viel an Geld ich wegen ihr an Koks ausgegeben habe, weil ich sterben wollte. Aber zu feige war, irgendwo runter zu springen, weil ich mir gedacht habe, ja, ich bin ja auch irgendwo so ein Rockstar. Auf jeden Fall ein sehr heftiger Vorwurf, den ich persönlich auch sehr respektlos finde. Denn es ist vollkommen egal, was... Digga, what the fuck? Ich bin völlig verstört von dem Video. Ich wollte das Gefühl gar nicht jetzt alles wissen. Was sie gemacht hat, du als Mensch bist selber dafür verantwortlich, wenn du solche Substanzen zu dir nimmst. Du kannst nicht sagen, ja, du hast mir das und das angetan und deswegen nehme ich jetzt das hier. Das geht halt nicht, Bro. Zum Ende hin sagt er dann nochmal das hier. Einfach so, und jetzt verstehe ich wieso, weil du mit ihm in den Wochen, wo du bei Cousin warst, immer wieder schon, ja. Egal, was du jetzt sagst, ich weiß, dass es so ist. Und, ja, Scheiße, Digga, Alter, das ist echt ein harter Scheiß. Ich fick mein Leben, Alter, das war so eine Scheiße hier auch machen. Und man merkt hier deutlich, dass er zu 100% gebrochen ist. Und teilweise kann ich das auch wirklich komplett verstehen. Die Frau, mit der er eine Familie gegründet hat, mit der er jahrelang zusammen gewesen ist. Digga, ich erkenne ihn überhaupt nicht wieder. Scheiße. Scheiße, das ist ja noch schlimmer, als ich dachte. Der tut mir total leid. Ich dachte, jetzt kommt hier irgendwie... irgendwelche Background-Stories oder sonst was. Mit der er vielleicht durch dick und dünn gegangen ist, ist jetzt halt einfach weg. Und auch seine Kinder sind halt jetzt nicht mehr die ganze Zeit da. Das kann ich schon komplett nachvollziehen. Aber in seiner momentanen Situation, dann alles online zu stellen, solche Videos zu machen, geht halt wirklich einfach gar nicht. Mois muss sich einfach Hilfe suchen. Ob die Vorwürfe von Mois auch überhaupt so stimmen, auch das ist mal wieder fraglich. Denn Anissa hat auch ein Statement auf Instagram gepostet, wo sie Folgendes geschrieben hat. Ich habe Ali niemals mit San Diego betrogen. Ich war niemals mit San Diego im Bett, sondern nur mit SpongeBob. Ich lebe auch nicht mit meinen Kindern bei ihm oder sonst was. Ich bin auch nicht schwanger von ihm. Dazu schreibt sie dann noch, dass er wieder lügt, um alle in den Dreck zu ziehen und dass sie nicht mehr zusammenkommen. Er hat sie wohl auch des Öfteren bedroht und sie hat Angst. Zu dem Video, was ich euch gleich zeige, sagt sie, dass es kein privates Treffen zwischen San Diego und ihr gewesen ist und dass er seine Kinder in Lebensgefahr bringt, weil sein Wohl über alles steht. Das Video, was da angesprochen worden ist, ist folgendes, was Mois gepostet hat. Und ich habe hier San Diego einfach mal zensiert, denn er hat hier Anissa und San Diego unzensiert hochgeladen. Muss jetzt meiner Meinung nach auch nicht sein. Aber auch das ist natürlich kein Beweis dafür, dass sie jetzt fremdgegangen ist, weil sie sitzt halt im Auto und San Diego steht neben dem Auto, belegt jetzt nicht wirklich viel. Und ja, auch die Ex von San Diego hat diese Vorwürfe gedroppt. Allerdings darf man hier nicht vergessen, dass wir auch nicht wissen, was zwischen denen vorgefallen ist. Also wir haben gerade wirklich nur eine Seite, und zwar die von Mois und von der anscheinend Ex von San Diego. Wie Anissa und San Diego das Ganze sehen, da wurde bisher noch gar nichts gesagt. Und deswegen kann ich auch nicht verstehen, dass die beiden momentan so hart gehatet werden. Anissa wird im Internet wirklich komplett dafür fertig gemacht, dass sie Mois verlassen hat. Und ich meine, ihr seht doch die Videos von Mois. Wärt ihr gerne mit Kindern, mit dieser Person zusammen? Und San Diego wird auf TikTok momentan sehr, sehr häufig antisemitisch beleidigt. Und Antisemitismus ist sowieso ein absolutes No-Go. Davon mal ganz abgesehen. Aber man hat nur Vorwürfe von Mois und deswegen wird San Diego beleidigt, obwohl man nicht mal weiß, was seine Seite der Geschichte ist. Dazu schreibt Anissa noch, dass Mois wohl gedroht hat, bei ihren Eltern aufzutauchen. Das ist bestimmt eine sehr gute Idee. Hey, ich habe ihre Tochter geschlagen, jetzt bin ich hier. Na, hä, was geht? Hä, willst du Stress oder was? Mois hat übrigens auch ein Video hochgeladen, wo er wirklich die kompletten Chatverläufe zwischen ihm und Anissa hochgeladen hat. Und ich meine, mal abgesehen von der Tatsache, dass das dann Respektlosigkeit... Alles schon wieder Zeug, was nicht ins Internet gehört, ja. Ja, die tragen das immer öffentlich aus, ne? So auch wie, weiß ich nicht, Hugo und Tobi ist auch die Frage, müssen sie das im Stream besprechen? Oder auch Flying Uwe und seine Ex-Frau oder Frau, die bereuen das auch total, alles in die Öffentlichkeit ausgetreten zu haben.
überhaupt nicht zu überbieten ist, hat er das Video später wieder gelöscht. Denn höchstwahrscheinlich ist er davon ausgegangen, dass die Chatverläufe beweisen, dass Anissa ihm irgendwie die Kinder wegnehmen möchte, dass sie ihn wie Dreck behandelt und dass er ja der korrekte, vernünftige Typ ist. Es ist halt Real Talk, aber einfach genau andersrum. Denn diese Chatverläufe zeigen, dass Mois nicht nur so vor der Kamera ist, sondern dass er anscheinend wirklich momentan ein komplett kaputter Mensch ist. Ich meine, schaut euch einfach mal diese Nachrichten an, die er an Anissa geschrieben hat. Das ist ein Wall of Text, hunderte einzelne Nachrichten und sie hat dazwischen drin ja auch nicht ein einziges Mal geantwortet. Bro, das ist überhaupt nicht gesund. Unter anderem geht es dann auch darum, dass sie und die Kinder wohl keinen deutschen Pass bekommen wegen ihm und er schreibt dazu, alles nur eine Frage des Geldes. Wahrscheinlich, hat ja bisher auch anderweitig super bei dir funktioniert. Dazu hat sie geschrieben, dass seine Kinder wegen ihm jetzt schon ein lebenslang verschuldet sein werden. Sie beschwert sich dann noch darüber, dass sie für nichts Zeit hat, weil sie wohl durchgängig die Kinder hat, weil er sich halt nicht um die Kinder kümmert und sie auch quasi nie zu Gesicht bekommt. Aber das liegt nicht an ihr, sondern halt an Mois. Dazu will er unter anderem, dass sein Sohn zum MMA geht, weil er zwar hübsch ist, aber zu weiblich und süß und er später nur mit Mädchen chillen wird. Junge, was ist das für eine weirde Aussage als Vater, ne? Wirklich, ich komme da nicht drauf klar. Dazu beschwert er sich auch darüber, dass sie zu kurz antwortet, obwohl sie halt gerade einfach was anderes macht. Und dann schreibt er mal öfter solche Wall of Texte hier. Die 4 Screenshots sind wirklich alle hinter... Wer hat das denn alles veröffentlicht? ...einander geschrieben. Sie hat währenddessen nicht ein einziges Mal geantwortet. Junge... Wieso ist das alles öffentlich? Wenn ich Anissa wäre, hätte ich so Angst vor Mois, wirklich. Auch sein wahrscheinlich... Er selber... Eigentlich altes Management hat jetzt einen Post gemacht und heftige Vorwürfe gedroppt. Es wurden zwar keine Namen genannt, aber es ist halt eigentlich klar, wer gemeint ist. Unter anderem schreiben sie Folgendes. Diese Person hat seine Frau schon vorher mehrfach betrogen und geschlagen. Und es wurde auch auf die Polizei gerufen. Die Frau musste mit den Kindern wegziehen und sich vor den Behörden verstecken, damit ihre Kinder wegen ihrem Mann nicht weggenommen werden, aufgrund seiner Drogen- und Aggressionsprobleme, sowie seines schlechten Einflusses. Die Frau hat dennoch weiterhin gestattet, dass er die Kinder sehen kann, wann immer er möchte. Er hat angedroht, sie umzubringen, wenn sie nicht mit Social Media sofort aufhört und ihr im Gegenzug 80% seiner Einnahmen versprochen und dann 100%. Wir können bestätigen, dass es sich nicht an eine einzige Klausel in den Verträgen gehalten hat und für seinen Beitrag gerne mal einen falschen Namen in den Verträgen benutzt. Mal heißt es Asanov, mal Aspatov. Sein ganzes Leben basiert auf Betrug und es gehört in eine psychische Anstalt. Dazu haben sie dann auch noch eine weitere Story gepostet. Digga, es hört nicht auf, what the fuck? Wir kriegen gerade seit 11 Minuten dauerhaft neue Informationen. Da heißt es, dass er sich mit den ganzen Sachen, also angeblich obdachlos, angeblich betrogen und geschlagen wurde, wohl gelogen hat, um einfach Aufmerksamkeit zu bekommen und ihm mehrmals gesagt worden ist, dass er einfach sein Ding machen soll, weil das alles sowieso immer rauskommt und San Diego ist wohl auch bereit, vor der Kamera die komplette Wahrheit zu veröffentlichen. Ich meine, hier wurde zwar nicht Mois gesagt, aber ich glaube, es steht außer Frage, dass er hier gemeint ist und dass jetzt selbst sein altes Management solche Stories hochlädt, ist halt tatsächlich schon krass. Er ist ja dann auch erstmal aus Deutschland abgehauen und in einem TikTok hat er auch gesagt, wieso das Ganze. Und zwar deswegen. That's why I leave the country, to not kill somebody. I just don't want to kill somebody. Really. I'm scared about myself. Really. I looked at the mirrors and I just wanted to kill. And that's why I thought, okay. I will travel the world. Das muss man sich mal überlegen. Er sagt halt wirklich einfach in einem TikTok live. Digga, er ist komplett in jedem Clip ist er in einem völlig anderen Modus. Ich bin abgehauen, weil ich Angst habe, jemanden zu töten. Wie kann diese Person noch frei rumlaufen? Also jetzt mal Real Talk, ich verstehe es halt einfach nicht. Das Lustige ist, dass jetzt auch sein TikTok-Kanal gesperrt wurde. Und zwar hat er in einem Livestream sowas gesagt, wie dass er Monte lebendig auffressen wird. Und aus seiner Sprache hat er mehreren Leuten damit gedroht, sie umzubringen. Und danach sind folgende Stories veröffentlicht worden. You know the thing is, man. Someone has nothing to lose, the most dangerous one. And you have many, many money, man. Much money. I will take your last cent. Er macht jetzt für diese...
Warum wurdest du laut? TikTok-Sperrung einfach Monte verantwortlich. Das muss man sich mal überlegen. Und in dem Zustand von Mois hätte ich tatsächlich als Monte so ein bisschen Angst, dass der nicht doch irgendwann vor meiner Tür steht. Was kann ich also abschließend dazu sagen? Sie macht Kuchen, erstmal noch ein Video. Mois kann einem momentan einfach nur leid tun. Dass die ganze Situation für ihn sehr belastet ist, das kann ich komplett nachvollziehen. Offensichtlich hat er halt gerade einfach eine Psychose, höchstwahrscheinlich ausgelöst durch die ganzen Drogen, die er konsumiert. Aber diese ganzen Videos online zu stellen und diese ganzen Sachen zu behaupten, dieses Video gegen seine Ex, die Vorwürfe und so weiter, das ist halt ein absolutes No-Go, auch gerade für seine Kinder, die das Ganze eventuell mal sehen werden. Auch Leuten am laufenden Band mit dem Tod zu drohen oder zu sagen, dass man kurz davor ist, jemanden umzubringen, ist halt eine Sache, die tatsächlich halt gar nicht geht. Logischerweise. Es ist wie Kollege Slein, ich bin gegen Mord an Kindern. Ich habe in dem Video wirklich nur die neuesten Sachen reingetan, denn du könntest momentan wirklich eine Stunde oder zwei komplett über Mois reden. Der macht am Tag 500 Stories, die alle einfach komplett durch sind. Er zeigt sich die ganze Zeit mit Drogen, hat Sportwetten beworben, bettelt jeden Tag nach PayPal-Spenden und das Ganze nimmt einfach kein Ende. Falls hier irgendwer zuguckt, der noch cool mit Mois ist, dann bitte, sorgt dafür, dass er professionelle Hilfe bekommt, denn so wird er das entweder nicht lange mitmachen oder es wird tatsächlich irgendwas passieren und andere Leute werden da noch einen krassen Schaden nehmen. Wie gesagt, ich finde die Entwicklung von Mois wirklich sehr schade und ich hoffe, dass er sich Hilfe sucht und dass er da einfach wieder rauskommt. Was sagt ihr dazu? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns. Bis dann. Boah, holy shit. Ja, ja, ich dachte, das wäre vielleicht so ein, ja, ja, so ein klassischer YouTube-Beef, so mit Management oder irgendwie mit einem anderen Rapper und sowas. Aber das ist ja völlig drüber. Das ist krass. Einer hat hier geschrieben, das macht er nur für Aufmerksamkeit. Nee, das sieht wirklich aus, auch in seinem Statement-Video, als wäre der wirklich sehr depressiv und dann noch zusätzlich Drogenprobleme. Und das verschlimmert das Ganze ja nur noch. Scheiße. Das ist ja eine komplett andere Person als damals, ne? Ich glaube, wir hatten zu einer relativ gleichen Zeit unseren Durchbruch. Ich hatte auch mal mit ihm geschrieben, ich hatte auch mal im Raum, dass wir was zusammen machen und so. Der hat ja damals so 2018, 2017, 2019, irgendwie so den Zeitraum, krasse Videos gemacht und alles, ne? Die Kellerzeit war so geil, ja, stimmt. Digga, das muss man erstmal verdauen, das ist krass. Ja, wir wünschen dir, dass er sich Hilfe sucht und dann die Kurve noch kriegt, bevor es zu spät ist.